Hallo ihr Süßen, heute mal wieder ein Video zum Thema Naturkosmetik. Heute widme ich mich dem Teint, also wie man den Teint mit Naturkosmetik richtig schön glowy und toll erstrahlen lässt. Dabei habe ich mir drei Kosmetikmarken rausgesucht, die ich besonders gut finde. Und zwar ist das Santé, La Vera und Benecos. Und bevor es losgeht, wie immer, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt geht's auch schon los. Meine Haut glänzt jetzt ein bisschen, weil ich sie gereinigt habe und einen ganz einfachen Moisturizer aufgetragen habe. Und jetzt kommt auch schon direkt meine erste Produktempfehlung, und zwar ist das der Natural Face Primer von Benecos. Den trage ich jetzt ganz einfach mit meinen Händen auf. Das ist ungefähr so eine Menge. Ich verreibe es mit meinen Händen so ein bisschen, damit es auf Körperwärme kommt, und dann gebe ich es auf mein Gesicht. Das darf nämlich gar nicht so viel sein, weil sonst schichtet ihr immer mehr aufs Gesicht und das wirkt sich negativ auf die Haltbarkeit aus. Und hört ihr das? Dieses leicht Klebende hilft dabei, dass später die Foundation, der Concealer, das Puder super auf der Haut hält. Ich habe relativ trockene Haut und da dieser Primer auf Feuchtigkeit spendet, fand ich ihn besonders interessant und der kostet 4,99 €. Ja, ich weiß, es sieht ein bisschen merkwürdig aus, was ich gerade mache. Ich decke gerade meine Rötungen ab mit einer grünlichen Camouflage, die ist von Alverde und nennt sich einfach Alverde Camouflage Anti-Rötungen. Anti-Rötungen. Ganz simpel. Ein Video zu meinen Alverde-Lieblingen findet ihr übrigens hier. Ja, ich weiß, das sieht jetzt sehr merkwürdig aus. Meine Gesichtshaut ist jetzt erstmal etwas fahler geworden. Meine Augenschatten treten noch mehr hervor. Aber vertraut mir, gleich wird das Gesicht wunderschön frisch aussehen. Ja. Das nächste Produkt, das ich euch empfehlen möchte, ist die Benecos Natural Light Fluid Foundation. Die hat eine wunderschöne Textur, die ist nicht mega deckend, schafft aber wirklich eine wunderschöne Skin-like Oberfläche. Als ich die geswatcht habe, dachte ich wirklich, das sieht aus wie meine Haut, nur in besser. Und das ist ja das, was wir ganz oft wollen. Ich trage das gerne mit einem Schwämmchen auf, ihr könnt natürlich auch gerne die Hände benutzen oder einen Pinsel. Ich gehe auch mal ein bisschen über die Ohren für einen wirklich schönen seamless Auftrag. Die hat wirklich die perfekte Deckkraft für den Alltag. Es ist Deckkraft da, aber halt nicht full covered crazy. Mit dem Rest gehe ich auch noch ein bisschen auf die Augenlider, aber wirklich nur ganz zart. Man kann die auch ganz schön aufbauen, das heißt, wenn ein Layer getrocknet ist, kann man auch noch mal drüber gehen. Für kleinere Korrekturen benutze ich jetzt noch die Santé High Coverage Foundation und die möchte ich euch empfehlen, weil sie wirklich von allem, was ich geswatcht habe, im Naturkosmetikbereich die stärkste Deckkraft hatte. So. Und mit dieser Deckkraft-Wunderwaffe werde ich meine Augenschatten korrigieren. Ich habe mir jetzt wirklich ganz wenig in das Fännchen gegeben und muss wirklich auch nicht wahnsinnig viel auf den Pinsel geben, weil das wirklich super giebig ist. Und dadurch kann man das wirklich wunderschön einarbeiten. Und man braucht wirklich echt extrem wenig. Also, und ich gehe ja auch gerne, wo ist er jetzt? Mit meinem Schwämmchen später nochmal drüber. Augenschatten weg. Ich hält die noch ein bisschen auf. Für einen wachen Gesichtsausdruck. Als würde man so ein ganz kleines Spotlight unter die Augen geben. Und weil man so wenig braucht und die Deckkraft so hoch ist, creased das auch nicht so schnell. Und dadurch, dass es nicht so flüssig ist, bewegt es sich auch später nicht mehr so viel auf der Haut und bleibt da, wo es hin soll. Ich gebe hier auch gerne so ein bisschen hier noch hin, für eine richtig saubere Kante zum Mund hin. Also ich schärfe im Grunde einfach die Lippenkontur, indem ich mit Concealer in die Ecken gehe und die Mundwinkel ein bisschen genauer mache. So, und jetzt fixiere ich das Ganze noch mit einem Puder. Und hier benutze ich das Finishing Powder von Alterra in der Farbe Medium 02. Ich bin ja oft leider schon der dunkelste Ton. Bei der Naturkosmetik, da gibt es auf jeden Fall Nachholbedarf, also es kann nicht sein, dass ich der dunkelste Ton bin. Abschließend gehe ich mittlerweile immer nochmal mit dem Schwämmchen über die Haut, um das Puder, die Foundation, den Concealer richtig schön ineinander einzuarbeiten. Das schafft wirklich ein Skin-like
Ergebnis. Jetzt kommt ein Produkt, das Frische in das Gesicht zaubern wird, und zwar ist das der Multibalm von Lavera in der Farbe Radish. Und den gebe ich auf den höchsten Punkt des Wangenknochens. Genau, ungefähr hier. Wow. Ich gebe ihn auch ein bisschen, und deswegen finde ich das Produkt so toll, auf das Augenlid. Ich weiß, das sieht komisch aus erstmal. Und man kann ihn auch auf die Lippen geben. Damit wird dieser Balm auch beworben, dass man ihn auf die Wangen, auf die Augenlider, auf die Lippen auftragen kann. Und das finde ich halt so toll, wenn man ein Produkt überall einsetzen kann im Gesicht. Ich verwende dafür sehr gerne einen Pinsel. Man kann das natürlich auch mit den Händen machen. Das verbindet sich wirklich fast von alleine und schafft auch noch so einen wunderschönen soften und bringt auch noch so einen wunderschönen soften Glow auf die Wangen. Ich setze das dann auch gerne immer so ein bisschen auf den äußeren Augenwinkel. Ja, und jetzt muss ich mal ganz schnell das auf dem Augenlid verblenden, sonst sehe ich einfach nur deppisch aus, wie meine Mutter sagen würde. Und dadurch, dass das so ein wunderschöner Terrakotta-Ton ist, passt sich das der Haut einfach wunderschön an. Seht ihr, wie das Gesicht sofort so ein wunderschönes Strahlen bekommt, so was Frisches. Und ich trage das Zeug jetzt gerade über Puder auf, also das ist sowieso eigentlich bescheuert. Man sollte eigentlich zuerst den Balm auftragen und dann das Puder, aber man sieht dadurch auch, wie gut sich das verblenden lässt. Also trotzdem, macht es lieber andersrum. Seht ihr diesen ganz zarten Glow? Ich glaube, deswegen heißt es auch Balm und nicht einfach Rouge, weil ein Balm ja auch so ein Glow mitbringt. Also das ist nicht so wie ein Gloss, sondern so ein Balm, der einfach so eine schöne, natürliche, so eine schön natürliche Textur schafft. Ich kann das gar nicht richtig beschreiben, es ist ja kein Schimmer drin und es schafft auch keinen wirklichen Glanz, aber es schafft einfach so einen Glow, der super natürlich aussieht, und gerade wenn man seine Haut abgedeckt hat, schafft das wieder so die Natürlichkeit. Ich habe ja vorher nicht so viele Naturkosmetikprodukte benutzt, aber ich muss sagen, seitdem ich diese Reihe begonnen habe mit Naturkosmetikprodukten, bin ich Fan. Es sieht erst echt ein bisschen zu warm aus, aber sobald das so ein bisschen eingearbeitet ist, sieht es einfach aus wie ein frischer Tag. Man kann natürlich auch ein bisschen aufs Kinn geben. Ich finde, man kann auch im Direktvergleich sehen. Also hier einfach nur plain abgedeckt und hier kommt die Natürlichkeit und die Frische zurück. Ich habe noch ein weiteres frische Produkt von euch, in das ich mich instant verliebt habe. Und zwar ist das ein Benecos Bronzer. Der nennt sich, um genau zu sein, Natural Fresh Bronzing Duo, weil er einfach den Bronzer und ein bisschen Rouge drin hat. Im Grunde könnte man das jetzt auch schon so lassen. Ich möchte aber trotzdem noch ein bisschen mehr Bronzer reinbringen, weil das einfach viel, 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 viel Frische schafft. Und auch vielleicht ein Alternativprodukt dazu ist. Also wenn man nicht so gerne Cremeprodukte benutzt, ist das hier euer Freund. Ich gehe erstmal in den Bronzeton und der hat eine starke Deckkraft. Also seid wirklich vorsichtig. Schlag das Produkt immer so ein bisschen nochmal ab. Mit dem betone ich meistens zuerst den höchsten Punkt des Wangenknochens. Gehe dann zur Schläfe hin. Und hier kann man mit Bronze auch relativ großzügig sein. Weil hier trifft die Sonne zuerst das Gesicht, also im Stirnbereich. Ihr müsst natürlich aufpassen, wenn ihr jetzt sehr, sehr, sehr hell seid, dann werdet hier auf der Stirn nicht so crazy, geht nicht so stark in die Stirn rein. Aber dadurch, dass ich eh so ein bisschen ein dunklerer Typ bin, sieht das für mich ganz gut aus, finde ich. Also wenn ihr mal einen schlechten Tag haben solltet oder wenig Schlaf, zaubert euch einfach Sommer und Frische ins Gesicht mit diesen Produkten. Was ich auch noch ganz gerne mache, ist von diesem Alverde Lidschatten in der Farbe Champagner in den inneren Augenwinkel aufzutupfen. Noch so ein bisschen auf den Augenbrauenknochen, und das schafft einfach so ein ganz kleines Licht. Ich habe meine Augenbrauen, Wimpern und meine Lippen jetzt noch von Make-up befreit und jetzt trage ich noch ein ganz kleines, einen Hauch Gloss auf. Dieses Produkt habe ich auch in meinem Altera-Video vorgestellt, das ihr hier findet. Ja,
Das war mein Video zum Thema Healthy Glowy Tint mit Naturkosmetikprodukten. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Thumbs up freuen. Und hier geht es gleich weiter mit spannenden Videos zum Thema Naturkosmetik. Und jetzt sage ich einfach, ich freue mich auf nächste Woche mit euch. Auf Wiedersehen. Tschüss.